Willkommen hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Ja, ich habe es ja bereits angekündigt in meinem ersten Video, wo ich das Wii Sports Club ein wenig genauer beschrieben habe, euch erklärt habe, wo ihr es downloaden könnt, wie ihr es bekommen könnt, was es kostet, was es nicht kostet, wie viel Zeit ihr habt, um das ganze Spiel zu testen. Und ich habe euch auch versprochen, dass ich die Spiele einmal antesten werde für euch. Ihr seht, von meiner Zeit, von dem 24-Stunden-Ticket sind bereits 21 Minuten, sind bereits fast 2 Stunden weg. Die sind verstrichen. Seitdem habe ich auch einiges gemacht. Ich habe auch eine Kleinigkeit gegessen, getrunken und mich gestärkt. Und ich würde mal ganz einfach sagen, wir fangen mit dem klassischen Tennis an, meiner Lieblingssportart. Ich spiele schon seit, ich glaube, 5., 6., 7. Lebensjahr ungefähr. Ich glaube, 6. war das, kurz vor der Grundschule oder so. Schon Tennis und spiele es immer noch gerne und lasse mich da auch gerne um den einen oder anderen Ball scheuchen und mich treiben lassen. Aber ich gewinne auch gerne und gerade im E-Sport-Serie würde ich das natürlich fortsetzen. Und ich denke mal, wir beginnen ganz einfach mal klassisch. Wir starten mit einem Training. Da haben wir Ringtennis, Maulwurftennis und Entenkanone. Okay, jetzt weiß ich nicht ganz genau, worin sich das unterscheidet. Also diese Trainingsarten kenne ich nicht. Bei einem lokalen Spiel denke ich, ja, dann kann man 1 bis 4 und online würde man sich direkt verbinden. Deswegen sage ich mal, wir gehen einfach ins Training rein und wir üben mal das Ringtennis, was auch immer das sein wird. Schlagen den Ball durch die Ringe, die auf die Plätze erscheinen. Eine tolle Möglichkeit, verschiedene Schläge und Winkel auszuprobieren. Bei einer hohen Punktzahl erhältst du einen Zeitbonus. Das ist natürlich schön. Ich schätze mal, ich muss gleich noch meine Fernbedienung konfigurieren. Also erstmal ein Spieler, das ist natürlich klar. Dann habe ich, ja, das sind natürlich, also beim besten Willen, nur mal um das kurz zu erwähnen, das dürften nicht meine Mies sein, das müssten vorinstallierte sein, weil Shafike, Hassan und Matze kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört, haben sich auch hier bei mir nicht erstellt, wüsste ich. Ansonsten hat man hier noch die üblichen Gäste, Gas A bis A und C und auch das gleiche nochmal weiblich, aber ich nehme natürlich meinen Tsubasa. Und ich bin Rechtshänder, das gebe ich offen zu. Wenn das derzeitig ausgewählte Nutzer-Mii von der Miyun-Konsole entfernt wird, ist das auch in der Wii Sports nicht mehr registriert, ist mir klar. Das ist aber mein Haupt-Mii, deswegen werde ich das auch gar nicht erst löschen. Während eines Online-Spiels mit diesem Mii werden an deinen Gegner Spitznamen, Bild und Club des Mii-Charakters angezeigt. Außerdem werden unter anderem deine Rekorde und Daten eines Mii-Charakters auf dem Server gespeichert und zur Errechnung der Bestenliste verwendet. Natürlich habe ich auch eingestimmt oder zugestimmt, dass sie das machen dürfen. Und wie gesagt, ich habe jetzt das Headset auf. Stell sicher, dass du eine Handgelenkschlaufe umlegst und dass nichts in deiner Umgebung ist. Ist auch wichtig. Man hat schon Wii-Fernbedienungen aus Fernseher rausholen müssen, die da reingeflogen sind oder aus dem Fenster und was weiß ich nicht alles. Rekord 0, Rang noch 1, Niveau. Klar, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Spiel ist heute mit euch das erste Mal. Da tut sich irgendwie gerade nichts. Ich weiß nicht, ob ich das noch konfigurieren muss. Ne, hier kann ich... Ich kenne das von Resort, dass man das so halt konfiguriert. Ah, Moment. Jetzt einmal kurz hinlegen. Dann kalibriert er sich. Ah, sehr schön. Richte die Wii-Fernbedienung auf das Bild und deinen Charakter und drücke A oder unten. Ja, wir drücken mal A. Okay, jetzt... Ah, das kriege ich noch gerade so hin. Oh. Okay... Bei Wii Sport Resort. Ja, ich merke das schon. Ich merke das schon. Das ist viel genauer als das alte Wii Sport. Ich muss nicht ins Feld treffen. Ich muss nur einfach in die Ringe treffen. Das ist wichtig. Jetzt schon wieder nach links. Oh. Irgendwie scheint das... Ich schlage viel zu mittig. Ich müsste... Ach komm, diese Ringe sind aus Metall, das ist unfair. Jetzt aber. Ich muss mich wohl doch noch ein wenig eingewöhnen mit dem Ganzen. Aber so langsam kriege ich den Dreh raus, das ist ein Problem ist noch gerade. Ich habe hier jetzt keine Möglichkeit zu stehen und mich aktiv zu bewegen. Oh, da habe ich zu spät reagiert. Deswegen, Moment... Ah, ich wollte den als Topspin hochziehen.
Ich scheine irgendwie was. Komm. Ah, noch ganz schnell die Punkte eingesackt. Die drei Punkte auch noch. Jetzt wird es natürlich eng mit der Zeit, aber das kriege ich, glaube ich, noch hin. Ah, komm. Ich muss mich hier schon viel zu sehr auf den Schlag an sich konzentrieren. Ah, komm. Das kriege ich auch noch hin. So langsam hole ich wieder auf. Oh, nur ein Punkt. Das ist nicht gut. Ich brauche alle drei. Komm, alle drei. Aber die Ringe werden auch immer enger. Und da habe ich schon wieder einen nicht gekriegt. Komm. Ach, komm. Jawohl, mit Innenkante. Na, zu früh geschlagen. Okay, ich merke schon, dass das mit Resport Resort viel genauer ist. Und das Problem ist, man kann das jetzt nicht gerade, wie ich das mache, im Halbsitzen, im Stehen machen. Man muss das wirklich, man muss das wirklich im Stehen machen und sich ein bisschen wie Tennis fühlen. Glückwunsch, Medaille gewonnen, Bronze, Tennis, Ringtennis, Punkte 67. Wir sind ziemlich, wie wird denn das gewertet? Ich glaube, Moment. Ich glaube, je weiter man voranschreitet, desto mehr Punkte hat man gewonnen oder so. Weil ich bin auch so ein Diagramm in der Höhe gewohnt. Aber gut, wir haben keine Freunde, die das gespielt haben bis jetzt. Dann kann ich das beenden. Ja. Und nein, erneut spielen wir nicht im Club posten. Klar, hallo, ich habe eine Bronzemedaille. Moment. Über deine Bronzemedaille posten. Okay, jetzt habe ich schon wieder einen Text, den ich eingeben kann. Oder ich kann was malen. Der erste Schritt ist getan. Dann noch einen hübschen Smiley dahinter. Und dann können wir das Ganze auch posten. Absenden, dann freuen sich bestimmt die ein oder anderen im Miiverse. Vielleicht habt ihr ja auch die Möglichkeit, der von dir verfasste Inhalt wurde erfolgreich versendet. Das ist schön und wir sind zurück im Spiel. Bitte wieder zurück und wir beenden das Ganze. Ich denke mal, für den Anfang sollte das hier reichen. Ich werde das beim Ringtennis belassen, oder? Nein, wir nehmen noch Maulwurfalarm noch mit rein. Jetzt habe ich natürlich nicht gelesen, was ich machen muss. Ich schätze mal, ich muss auf die Maulwürfe zielen. Oh, Kalibrierung wieder. Ich dachte, der speichert die Kalibrierung, aber der will jedes Mal vom Neuen. Das ist mir natürlich auch recht. Dann, ja, wir nehmen Tsubasa wieder mit Rechtshänder. Daran ändert sich nicht viel. Viel während des Spiels ungenau ist, lege sie auf einem ebenen Untergrund ab. Werde ich tun, aber jetzt werden wir... Ich bin immer noch Rang 1. Ich habe das Gefühl, die reagiert nicht so, wie ich das will. Ja, ja, Moment. Okay. Ein Punkt. Ah, verstehe. Da, ich muss mehrere treffen. Ach komm, habe ich den eigentlich getroffen? Ah, jetzt aber. Mit dem Combo. Ah, ich wollte den dahinter treffen. Ich glaube, den muss ich auch treffen. Ich versuche es mal mit einem... Ah, sehr schön. Ja, ich wollte es mit einem Lob versuchen, aber in die richtige Richtung muss er schon gehen. Ah, das sind wenigstens Combo. Einen habe ich. Ach komm! Treffer, 10 Punkte, so muss das. Ah, nochmal Combo-Punkte. So langsam komme ich hier ins Spiel. Komm schon. Ja, da hinten nochmal schöne Combo-Punkte. Oh, der geht zu hoch. Ja, die habe ich alle überspielt. Macht nichts. Weil im Grunde will ich eh nach da hinten. Komm schon. Ah, ich muss den höher ziehen. Ah, ich muss weg von diesem... Nein, genau in die Mitte wollte ich nicht spielen. Aber wenigstens jetzt wieder getroffen. Moment.
Ah, der kommt näher. Da muss ich genau in der Mitte. Treffer, 10 Punkte nochmal. Oh mein Gott, da kommt man aber auch ganz schön in den Schwitzen. Ach, der hat mir den aufgehalten, das ist gemein. Kommt nach da hinten. Ja, wenigstens so noch. Und jetzt... Ah, ich wollte den dahinter noch. Komm. Dann halt so den Combo und dann da hinten den Combo ansetzen. Immer schön die beiden zeitgleich nehmen. Komm, den da hinten will ich noch haben, den Vierer. Ah, ich dachte, ich krieg beide, aber Pustekuchen. Jawohl, jetzt aber. Na, dich kriege ich jetzt. Ah, ich wollte dich extra beim ersten Mal. Jetzt aber. Da hinten den. Ach, nicht ganz. Zu viel Topspin gegeben. Ah, ich wollte den noch mit in die Ecke ziehen. Hat aber leider nicht so funktioniert, wie ich wollte. Aber eigentlich gar nicht mal so schlecht, das mit dem Spiel. Oh. Ja, schön. 4 Punkte nochmal. Na, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich hole mir meine Punkte. Nein, genau da durchgespielt. Nein! Schade. Nur 158 Punkte. Okay, das ist Silber immerhin. Also bei diesem Training bin ich deutlich besser geworden. Ich denke, ich habe mich so langsam eingespielt. 158 Punkte. Er muss mir erstmal einer nachmachen. Nein, wir werden das auch nicht normal spielen, sondern ich will das alles nur einmal zeigen. Und dann gehen wir ins Tennis hinein, machen nochmal Training und dann machen wir Entenkanone. Und hier heißt es, die Entenkanone bewegt sich zu dem Ball, bewegt sich zu dem Ort auf dem Spielfeld, an dem der Ball landet. Schicke sie innerhalb des Zeitlimits so weit weg, weit wie möglich herum. Ich denke, das werden wir hinkriegen. Dann, ja, wir sind wieder ein Spieler. Rechtshänder bleibt so. Habe ich ein Kettenhemd an? Das sieht irgendwie so aus. Ah, okay. Die Plus-Taste können wir drücken, um zu kalibrieren. Und jetzt müssen wir die Ente irgendwie abwerfen. Achso, immer wieder dieses A drücken, damit wir bereit sind. Also ich denke mal, ich werde besser spielen, wenn ich mein Headset nicht habe. Moment. Irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. Ich kriege jetzt gerade gar nichts hin. Ah, okay. Ich muss die so weit weg wie möglich schicken. Jetzt verstehe ich das. Es geht darum, die weg... die im Feld... Oh, komm schon. Die im Feld sozusagen hin und her zu scheuchen. Komm, daneben. Ja, toll. Da hinten. Das sind nochmal ein paar Meter. Ah, irgendwie... Ich will den... Ja, schön... Longline. Nein, nein, nein. Das war natürlich verkehrt. Nach jetzt drüben. Wenn du mir den auf der Vorhand gibst, kriege ich den natürlich besser hin, als wenn ich ihn auf der Rückhand habe. Ja, das kriege ich einigermaßen hin, aber das war irgendwie nichts, weil ich nicht verstanden habe, worum es ging. Ich habe noch nicht mal eine Bronzemedaille bekommen. Nee, 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 das lasse ich mir nicht auf mich sitzen. Und die Minute müsst ihr noch haben, dass ihr das mir anrechnen lasst. Ich, wie gesagt, ich kann, das Problem ist, ich kann nicht stehen, weil dann habe ich Probleme mit meinem Headset. Ich probiere es mal, aber das wird keine Ideallösung sein. Aha, jetzt kam der Ball zu schnell. Das sieht irgendwie nicht gut aus für mich. Ah, jetzt schön. Irgendwie habe ich den Trick noch nicht raus. Also da war das Wii Sports bei der Wii für mich leichter zu... Hallo? Du sollst nicht solche komischen Bewegungen machen? Ah, das ging doch mal ganz gut. Ah, was macht mein Charakter? Das verstehe ich nicht. Ich versuche... Hallo, ich will ausholen. Der erkennt meine Ausholbewegung als Schlagbewegung an. Das ist blöde. Ja, noch getroffen. Den noch da rein.
Na komm, der ist im Feld. Ah, ich dachte, der schießt mir schon den anderen dahin. Da dachte ich, der ist der andere noch im Feld. Ach komm, lauf doch wenigstens hin. Ja, 60 Punkte für einen neuen Rekord. Tennis, Entenkanone, neuer Rekord. Okay, aber keine Medaille. Irgendwas mache ich immer noch verkehrt. Das will ich nochmal probieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Medaillen es gibt. Also Bronze, Silber und Gold, das ist klar, aber... Oder muss man... Ah, jetzt verstehe ich so langsam. Glaube ich zumindest. Komm schon. Der ist noch im Feld. Der auch. Na. Ich sehe nicht, worauf die mir spielt. Ob die jetzt auf die Vorhand oder auf die Rückhand. Na, ich will keinen Topspin. Ich will einen schönen Slice. Der spielt mir den immer so kreuz und quer. Also, der Schlag ist nicht so, wie ich das vom Tennis kenne. Als wenn ich selber einen Schläger hätte. Das ist das Problem. Oh, der ging aber gut. Boah, jetzt hänge ich im Kabel hier vom Headset. Ich sag ja, das wird noch ein Problem. Moment, da ist ein Zeitding. Ah, ich wollte die einsacken. Muss die Ente da drauf oder muss ich da drauf? Ja, toll. Wusste ich nicht, ob die Ente oder ich. Davon war ich jetzt ein bisschen verwirrt. 88, neuer Rekord. Aber immer noch keine Medaille hier. Also ab 100 Metern oder wie? Ja gut, das wird interessant. Nein, das werde ich nicht weiter posten. Und ich denke mal, ich werde es hierbei belassen. Ich habe im Tennis so, alle Trainingsmethoden gezeigt. Bin ich leicht außer Atem. Wie gesagt, ich würde am liebsten besser spielen, mich mal hinstellen, wie ich beim Tennis bin, aber dann reiße ich hier mein Headset aus dem PC, meinen Fernseher reiße ich nach oben und alles Mögliche. Muss ich irgendwie eine bessere Lösung finden, also für einen Live-Kommentar ist es ein bisschen schwierig. Aber ich denke, ein lokales Game werde ich euch noch vorführen. Dies allerdings erstmal zum Tennistraining soweit. Ich denke, das habe ich einigermaßen gut gemeistert und ich werde mich dann in einem lokalen Spiel mal ein bisschen besser einfinden, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dieses Training hat euch soweit gefallen und ihr bleibt weiter bei Weed Sports Club dabei, wenn ich einige Specials bringe. Danke fürs Zusehen und bis dahin.